SPD-Fraktion hat Lothar Binding das Wort. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einige von Ihnen waren enttäuscht, dass wir den Antrag nicht rundherum gut finden, weil wir die Überschrift ja rundherum gut finden. Rohstoffderivatemärkte gezielt regulieren. Was erwartet man unter so einer Überschrift? Man hat ja Erwartungen und als Opposition hat man auch Erwartungen an konkrete Vorschläge. Wir finden aber nichts zur Finanztransaktionssteuer, wir finden nichts zum Trennbankensystem, wir finden nichts dazu, wie Handelsplattformen organisiert werden müssen, um graue, schwarze Märkte auszudrucken. Wir finden nichts, wie Sie spekulative und notwendiges Hedging unterscheiden wollen. Also man merkt, wir finden überhaupt nichts Konkretes. Und dann sagt der Herr Brinkhaus, er erklärt uns mal, wie das Thema angepackt werden muss. Und dann finden wir Transparenz. Also Transparenz funktioniert immer und überall. Und deshalb funktioniert es natürlich nirgends. Wir hören was von angemessenen Eingriffsinstrumenten. Also da sind wir sofort dafür. Wir müssten ein bisschen wissen, was das ist. Und Sie wollen den legitimen Absicherungsinteressen angemessen Rechnung tragen. Schon wieder angemessen. Wir wollen doch alle angemessene Politik machen. Das muss man so nicht aufschreiben. Sie wollen strengere Regulierungsmaßnahmen. Die wünschen wir uns auch. Und wie soll es gehen? Wollen Sie irgendwas Spezielles verbieten? Haben Sie ein paar Ideen gehabt? Nein, es bleibt im Abstrakten, im Allgemeinen. Und das macht die Sache so kompliziert. Denn wir haben schon viel über Ethik gehört. Vielleicht könnten wir Moral noch dazu nehmen. Die Agrarmärkte sind total unter Druck. Und Agrarmärkte heißt auch Weizen, Mais, Sojabohnen. Und wir wissen genau, die Volatilität, also die Schwankungsbreite der Preise, führt dazu im Zeitverlauf, dass die Preise kontinuierlich steigen. Die kontinuierliche Preissteigerung hat was mit kontinuierlicher Gewinnzunahme zu tun. Die kontinuierliche Gewinnzunahme hat etwas damit zu tun, dass immer mehr Menschen ärmer werden. Und deshalb wollen wir was dagegen tun. Das kommt daher, dass eben Finanzinvestoren nicht nur von diesen Schwankungen profitieren, nein, sie erzeugen auch noch diese Preisschwankungen. Und deshalb muss man genau da angreifen, Arbitragegeschäfte auf dieser Ebene zu verbieten. Den Mut muss man haben, widerspricht natürlich jeglichem neoliberalen Konzept, nachdem ja klar ist, die Märkte reinigen sich von selbst. Und genau diese Ideologie, die müssen wir durchbrechen. Und das erkennt man einfach Ihrem Antrag nicht an. Und das hätten wir uns als Opposition natürlich gewünscht, weil es schon so ist, dass in diesen Märkten ein starkes Herdenverhalten ist. So schaukeln sich ja auch die Preise auf. Jetzt wissen wir, es gibt Schwarmintelligenz. Wir haben aber gelernt, in diesen Märkten gibt es noch mehr Schwarmdummheit. Und deshalb glaube ich, wir müssen den strengen, monotonen Preisgestaltungen dieser Leute oder sogar Preisgestaltungen, die durch automatische Investitionsentscheidungen erzeugt werden, begegnen. Denn sowohl bei den Preissteigerungen gewinnen Leute, als auch wenn die Preise sinken, gewinnen Leute. Und wenn wir Pech haben und das nur dumm genug anstellen, dann zahlt hinterher der Steuerzahler zuerst den Gewinn des einen und dann den Gewinn des anderen. Und wenn man diese Mechanismen nicht aufbricht, dann läuft der Antrag ins Leere. Und ich glaube, mit dem, was ich beschrieben habe, auf dem Abstraktionsniveau, in dem Sie diesen Antrag formulieren, haben wir einfach noch keine Instrumente, um die Verteuerung spekulativer Transaktionen zu erreichen, eine Verlangsamung der Handelsfrequenz zu erreichen, eine Verlängerung der Asset-Haltefristen zu erreichen und auch letztendlich, um bestimmte notwendige Hedgefunktionen in der Realwirtschaft zu erhalten. Wir wissen alle, Hedging an sich ist noch nicht böse, aber so wie es heute betrieben wird, ist es eben sehr oft schädlich, erzeugt größere Armut in der Welt. Und ich glaube, dass es da nicht nur um Finanzpolitik geht. Ich will noch einen Aspekt erwähnen. Es geht eben auch darum, dass man Handelsplätze koordiniert. Und dazu braucht man eine funktionierende Außenpolitik. Und wenn wir weiterhin so eine Außenpolitik betreiben, dass das Misstrauen gegenüber Deutschland zunimmt, dass wir so dilettantisch uns aufstellen, dann kann der Finanzminister international keine diplomatische Plattform finden, auf der er das verabredet. Also wir müssen eine Außenpolitik höherer Qualität erreichen. Wenn wir das schaffen, können wir bessere Finanzpolitik machen. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache.